Hat die Diamantspitzhacke immer schon so ausgesehen, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, ganz kurz nur, eine weitere Folge Mein Test. Wir haben Sonntag, 14.58 Uhr. Und schauen wir mal, ne? Ich habe mich ja letztes Mal so ein bisschen, so dargestellt oder gezeigt, dass so ein bisschen die, das Rendering nicht in der richtigen Reihenfolge geschieht. Daraufhin hatte ich den Tipp bekommen, einfach mal das, die Shader zu aktivieren. Wobei es echt gerade 8 FPS sind. Das ist echt hart. Jetzt geht es gerade ein bisschen hoch. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube, das ist von der Performance her nicht so ganz geil. Also lieber so ein bisschen grafische Effekte zu haben als 9 FPS. Ich hoffe, das beruhigt sich gleich wieder. So, Plan ist, hier oben mal ein bisschen weiter zu machen. Ah, wir haben ja da letztes Mal aufgehört. Man sieht, ich habe auch noch nichts weiter gebaut. Hier könnte man fast zwei Zimmer draus machen, nur gibt es dann halt einmal keine Fenster. Ich ziehe erstmal Wände rein und dann muss man mal schauen, wie wir weitermachen. 9 FPS, ey, ganz ehrlich, das ist scheiße. Ups. Lassen wir es trotzdem erstmal noch so laufen. Wenn es gleich irgendwie nicht besser werden sollte hier in der Ecke, dann stelle ich es wieder um. Das ist mir dann auch zu doof. 13. Bleiben wir kurz ein Momentchen ruhig stehen und dann schauen wir mal, ob es mehr wird. Ah, nebenbei ein bisschen Kakao trinken. Na, dann ist er natürlich, irgendwann ist er natürlich auf 30 FPS. Ich hoffe mal, das bleibt auch so, aber ich merke schon, ich spüre schon, das geht schon wieder runter. Nee, das ist mir zu doof. Viel besser, viel besser. Naja, gut, was heißt besser? Besser ist Definitionssache. Aber es läuft ein kleines bisschen flüssiger, habe ich das Gefühl. Ich brauche einen neuen Rechner. Ich brauche einen neuen Rechner. Lalalalalala. Neuen Rechner. Neuer Rechner. Aber eigentlich habe ich auch keine Lust, den auszutauschen, weil noch läuft er ja. Vielleicht irgendwann mal. So, spielen wir erstmal ohne Shader weiter. Dann sind es immerhin so um die 10 bis 12 FPS. Ach, das ist scheiße. Aber gut, so ist das. Einrichtung hier. Ups. Einrichtung hier oben. Wird bei den kleinen Räumen relativ identisch sein. Da kommt ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch und ein Nachtschrank hin. Oder so ein Nachttischchen. Und auf das Nachttischchen kommt eine Lampe. Ich denke mal, ich werde die auch alle einheitlich machen. Gucken mal gleich, welche Farbe, aber das wird alles einheitlich werden. Das sind ja so Billigunterkünfte, sag ich mal, wo der Luxus nicht so ganz groß geschrieben wird, sondern wo dann einfach nur die Nacht ist, an der geschlafen wird und tagsüber ist dann Arbeiten angesagt. Arbeiten auf der Plantage. Ja, oder so ähnlich, ne? Müssen wir mal gucken. Man hört's, ich bin übrigens immer noch so ein bisschen erkältet, hab das erfolgreich geschafft, das jetzt inzwischen in die dritte Woche mitzuschleppen. Und ich denke mal, das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Aber gut. Da muss man durch. So. Das Holz wird wahrscheinlich, naja, höchstwahrscheinlich, garantiert sogar, nicht ausreichen. Oh, ey. So. Gleich nochmal neues Holz holen und dann geht das dann weiter. Ja, will mal schauen, dass ich die Folge nicht allzu lang mache. Ja, aber ein bisschen ist noch Zeit. Ups, und da ist das Holz dann auch schon zu Ende. Und ich habe natürlich auch keins mehr. Das heißt, einmal in die Holzplantage gehen. Ich habe übrigens überlegt, mal wieder ein weiteres Spiel neben meinem Test zu Let's Playen. Ich habe mir
Also zwei, drei Sachen rausgesucht und bin noch am Überlegen, welches es macht. Deswegen sage ich da auch noch nichts Konkretes. Aber wird sich zeigen. Je nachdem, was dann auch besser aufzunehmen ist, was dann besser läuft. Vor allen Dingen müssen wir gucken. Also Performance ist ja dann doch ein ausschlaggebendes Kriterium auf meinem Rechner. So, dann geht's hier oben weiter. Gucken wir doch mal. Habe ich denn hier noch Stöcker? Tja. Doch, war das richtige Holz. Na, nimm jetzt. So, nochmal. So. Ja, Inventarmanagement ist leider immer noch für den Arsch. Ich hoffe, das wird irgendwann mal besser. Zack. Alter, 13 Frames, ey. 13 Frames. Na gut. Besser als mit Shader, da waren es dann nur 8 oder 9. Und hier in der Welt ist es auch nicht so schlimm. Oh, da ist aber Fenster jetzt hier. So. Ja, schön ist anders, aber dafür kann hier vernünftig genächtigt werden. Ich glaube, hier mache ich. Nein, ich glaube, hier lasse ich auf. Ich hätte natürlich hier auch einfach jetzt irgendwie Holz reinmachen können, aber das wäre von außen, glaube ich, nicht so schön gewesen da oben. So, dann kommt man von hier hoch. Gut, hier ist halt so ein bisschen irgendwie direkt schon irgendwie dran, aber gut. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das siebte hier. 7 Zimmer pro Etage, das ist natürlich auch so ein bisschen. Habe ich das jetzt mitgezählt? Ne, 8, ne? Habe ich nicht mitgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, siehste, 8 Zimmer. Gut, die kriegen jetzt natürlich alle noch irgendwie eine Tür. Und da das die einzige Tür ist, die ich kann, kriegen die alle so eine Tür. Obwohl, ne, wie gingen denn die anderen noch? Da war noch diese andere schöne Tür, die ich unten genutzt hatte. Ich glaube, die werde ich auch wieder nutzen. Damit zumindest die Türen dann hier einheitlich sind. Nur hier die zur Küche, die ist was anderes, aber das ist egal. Diese hier. Plan. Ja gut, ob die nun left oder right ist, glaube ich, zweitrangig. Ach, mit Eisen. Ja, Stahl. Habe ich denn noch Stahl irgendwo? Drüben habe ich, glaube ich, noch Stahl, ne? Laufe ich mal schnell rüber. So. Gucken wir mal, dass wir mal ein paar Türen bauen. Stahl. Acht Türen brauche ich. Sind das immer zwei? Erstmal alles. Gucken wir gleich mal. Nick, 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 nick. Nein, andersrum, ne? Guck mal, sind immer zwei. Drei, vier. So, vier. Da, 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 da. Gut, dann haben wir nämlich hier schon mal acht Türen. Du Stahl. Machen wir Hälfte, Hälfte. Den Teil lasse ich hier und den anderen Teil nehme ich mit rüber. So. Mal wieder hingerannt. Dann wird weiter gebaut. So, da. Ja, es wird wieder eine extrem spannende Folge. Nächstes Mal wieder Höhlentour, oder wie sieht das aus? Mal so rum, ne? Na, ey. So ist doch schön. Ja, so ist schön. Ja, man sieht sie halt durch, aber gut, dann ist das so. Kann ich auch nicht ändern. So. Natürlich klar drin, die Böden müssen natürlich alle nochmal irgendwie anders gemacht werden, dass die so ein bisschen Teppich oder sowas sind. Oder zumindest irgendwie anders als der Flur. Ich glaube, das wäre ganz in Ordnung. Upsala, eingesperrt. Ja, die Tür ist halt scheiße, aber gut. Ja, scheiße, aber gut. Ja, juhu, sehr gut gemacht. Läuft. So. Hier, hier. Und dann sind die Türen nämlich auch schon aus. Und dann machen wir nämlich überall eine Fackel drüber.
bis ich dann vernünftige Beleuchtung habe hier. Gut. Ja, doch, das geht. Könnte natürlich auch hier, ne, hier kommt ja die Sitzecke rein. Da ist sie wieder. So, Kakao. Gut, dann brauchen wir erstmal Tische. Ein Tisch haben wir. Acht Tische brauchen wir. Tische war so. Ja, so. So. 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, das reicht natürlich noch nicht. Dann haben wir jetzt nämlich 5. So. Hätte doch gereicht, ne? So. Zack, zack. Dann haben wir nämlich 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann haben wir nämlich schon mal 8 Tische. Dann brauchen wir 8 Stühle. Ich mache mir erstmal wieder ein bisschen Holz. So. Na komm. Komm, geht doch. Stühle brauchten auch hiervon. So. War doch so, ne? So war, glaube ich. Ja, so war das. So, 2, 3, 4, 6, 8. Haben wir das nämlich auch schon mal fertig. So, dann brauchen wir einen Nachttisch. Den habe ich nicht mehr im Kopf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber das finden wir natürlich gleich mal raus, wie das gar. Gar. Ja, das. Es ging, es geht und es gar. Wie jeder weiß. Hm? Deutsch LK. Oh, du bist so ein Idiot. Hör mal auf, versuchen so witzig zu sein. Ja, ist ja schon gut. Guck mal, 17 Minuten und so langsam werde ich warm. Ah ja, was wollte der Nachttisch, ne? Wie hieß der Nightstand? Nightstand hieß der, glaube ich. Ja, genau. Nur mal einen hellen oder einen dunklen. Ich glaube, ein heller ist ganz geil, oder? Eine Schublade und ein Stück Holz. Ne? So würde ich auch gerne mal einen Nachttisch bauen. Schublade war mit Eisen, glaube ich, sogar wieder, ne? Ja, siehst du, hier, zack, zack, zack. Oder man kann sie brennen, das ist auch schön. So, da und da und da und da und genau eine zu wenig. Sehr gut. Obwohl gibt's bei den Nightstands dann mehr, oder? So, haben wir schon mal Nightstands. 7, na, ist genau ein Stück Eisen zu, Stahl, Eisen, was auch immer zu wenig. Großartig, großartig. Und Wolle für Betten nehme ich dann, glaube ich, auch gleich mal mit. So. Haben wir hier noch genug. Natürlich niemals genug Wolle. Ich brauche ja für jedes Bett irgendwie dreimal Wolle. Erstmal machen wir mal so. Ich könnte natürlich auch die Baumwolle nehmen. Natürlich. Ich werde gleich mal ein bisschen Baumwolle abbauen. So. So. Zack. So, 8 Stühle, 8 Betten, 8 Nachttische. Stühle und Tische, nicht Betten. Betten kommen jetzt. Baumwolle, Baumwolle, Baumwolle. Gut, dass ich die Felder dann doch noch angelegt habe, ne? So. Dann hauen wir sie mal weg. Weg, 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 weg. Dann hauen wir sie mal weg. Weg, weg. Würde wahrscheinlich auch nicht reichen, aber gucken wir gleich mal. Oh, ich habe schon wieder Hunger und Durst. Meine Güte, geht das schnell. Ja, ich habe ja hier noch oben. Ja. Jetzt aber langsam mal gut hier. Ah, schnell mal ein Schlückchen trinken. Schnell mal. Hey, komm raus jetzt hier. Schnell mal ein Schlückchen trinken. So, dann habe ich hier erstmal das Ding voll. Voll machen gesagt. Ja, halt die Fresse. Okay. Ach, ist das schön, wa? So, und einmal machen wir auch noch und dann geht das hier weiter. Also Baumwolle zu Ende und. Ja, komm, rüber hier jetzt auch egal. Dann pflanzen wir sie nämlich gleich mal wieder ein. Dann gucken wir mal, wie viel
Wolle es aus den Fäden geben kann. Doch, sollte reichen. Ich mache da mal alles draus. So. Ein einsamer Faden über. So, dann kann man nämlich auch gleich Betten bauen. War doch so und... Nee, mit... So war Bett. Ja, genau. Aber nicht weiß. Welche Farbe nehmen wir denn mal? Ich tendiere ganz spontan Richtung Blau. Blaue Farbe gibt es aus... Weiß ich nicht. Machen wir grün? Nein. Blaue Blumen, ne? Gibt es auch blaue Blumen? Dann haben wir auch blaue Farbe. Ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt mit dem Farben machen. Das ist irgendwie, ist das scheiße. Das ist nicht so sonderlich intuitiv. Aber erstmal werde ich jetzt ein paar blaue Blumen ernten. Und aus denen kann man dann blaue Farbe machen. Ach, das ist schön. Dann nehmen wir doch hier gleich mal ein bisschen was mit. Da brauche ich auch nicht so viele. So. Ja, komm, so. So. Schön blaue Betten. Reicht das schon? Gucken wir mal. Hier müsste reichen. So. Sogar ausreichend genug. Gut, so. Gibt es blaue Betten. Vorher aber noch ein bisschen Staller machen. 6, 7, 8. Ja. Nein. Nein. Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Das fängt ja schon mal wieder super an. Bett. Gucken wir doch. Blaues Bett. Aha, okay. Dann 7 und 7 ist natürlich wieder ein zu wenig. Das heißt, auf jeden Fall brauche ich noch... Da ist noch Wolle. Mach erstmal Betten. So ist fein. Ach scheiße, die kann man nicht stecken, ne? Das ist... Schön, dass man sie nicht stacken kann. Wundervoll, wundervoll. Gut, dann werde ich erstmal schön Betten hinstellen hier. Ups. Und dann muss man gleich mal gucken, irgendwie einmal fehlt noch. Ups, komm hoch hier. So, Bett und... Schon mal hier schön. Schön schon mal ein Bett zum Schlafen. Oh, ich fühle mich so eingeengt. Ja, ein bisschen verbackt sind sie dann schon irgendwie noch, ne? Nachttischlein, schön daneben. Schön daneben. Da kommt dann die Lampe drauf. Und, ja, was macht der denn da, der Idiot? So. Es ist echt irgendwie so ein bisschen fast schon zu groß für die spartanische Einrichtung, ne? Hier hin. Und davor. So. Ja. Es wirkt doch sehr verloren da oben hinten hier die Ecke, ne? Wenn man hier eine Fackel draufstellt. Es wird nicht besser. Kannst du echt irgendwie zwei Betten draus machen. Oder so zwei Bettzimmer. Ich glaube, ich werde das anders machen. Dazu brauche ich dann aber noch irgendwie hier so Schränke, die man dann reinstellen kann. Dann kommt nämlich hier das daneben. So, dann sitzt er auch nicht mit dem Rücken zur Tür. Dann ist das, glaube ich, so in Ordnung. Und hier kommt dann noch ein Schrank hin. Ich glaube, dann geht das von der Größe. Hier sind die anderen auch so riesig. Ich habe mir das irgendwie schwieriger vorgestellt, die einzurichten. Da ist ja echt irgendwie voll die Luxuszimmer letztendlich, ne?
Ich glaube, ich mache da zwei Bettzimmer draus. Es ist echt irgendwie heftig, dass sie so viel Platz haben, die Leute. Komm. Dann die auch noch abbauen. Jetzt habe ich 100.000 Betten im Inventar. So, einmal hier und einmal hier. Und Nachttisch dazwischen. Nee, das ist scheiße. Dahin und dahin. Ja, ich glaube, das ist besser. Dann kriegen die beide eine Nachttischlampe. Und dann kriegen die natürlich auch, dass sie sich beide hinsetzen können, auch zwei Stühle. Guck, und schon ist ein bisschen enger hier die ganze Geschichte. Ich glaube, so werde ich das mit den anderen Räumen auch machen. Dass das immer zwei Bettzimmer sind. Oder Betten nebeneinander ist dann so eh bettenmäßig, ne? Ja, dann ist das so eh Bett. Ganz an die Wand hier. Ich glaube, ich nehme da jetzt mal die Axt für. Ich glaube, das geht schneller. So. Hier ein Bett hin und hier ein Bett hin und hier den Nachttisch hin. Und dann machen wir das hier auch noch ein bisschen anders. Glaube, da nehme ich auch die Axt für. So. Hier hin. So und so. Gut, dann kriegen die beide eine Nachttischlampe und dann passt das. Ich glaube, das ist in Ordnung so. Die können dann da ihre Klamotten reintun. Sind ja, wenn sie auf der Reise sind, nicht so gut ausgestattet. Ah, dann kommt hier noch schön Lampe rein. Ich glaube, einen Kronleuchter kriegen die nicht. Die kriegen einfach nur eine ganz normale Deckenbeleuchtung. Beziehungsweise haben sie durch die Nachttischlampen dann ja schon ausreichend Beleuchtung. Gut, das mache ich dann aber in Ruhe. Die Folge an der Stelle ist rum. Das erste Zimmer ist eingerichtet. Ich sag mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschö!